finde ich es ekelhaft, was da gerade passiert. Ja, ich rede von der Iris. Beste Comedy-Show im deutschen Fernsehen. Und ich finde es nicht nur ekelhaft, erbärmlich, dass Männer ihre Frauen betrügen oder hintergehen. Ich finde es genauso erbärmlich und ekelhaft und eierlos, wenn sie A nicht den Mut haben, das zuzugeben, in die Kamera lügen und B noch erbärmlicher, wenn sie nicht die Eier haben, um ihren Frauen zu sagen, dass sie sich gerne trennen wollen. Sie hat ihn wohl als Sprungbrett benutzt. Benvenuti ragazzi, ich fasse euch das Neueste vom Kleinkrieg zusammen. Am Donnerstag hat sich die Reality-Streitaxt Iris Klein wohl selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und fliege schon bald wieder auf die Insel zurück, denn es gibt noch viel zu klären. Vielleicht kann ich irgendwann mal verzeihen, aber vergessen kann ich es nicht. Laut RTL soll am Freitagabend eine Aussprache stattgefunden haben, ja, jetzt wohl dann doch, zwischen ihr und Peter. Aber viel mehr ist darüber jetzt noch nicht bekannt. Nach RTL-Informationen hat sich Iris am Donnerstagnachmittag selbst aus der Klinik entlassen und spricht sich am Freitagabend in Ruhe mit ihrem Mann Peter aus. Auf Instagram gab die Iris Folgendes zum Thema Yvonne-Preis. Sie hat ihn wohl als Sprungbrett benutzt. Sie fühlten sich unbeobachtet. Ihr letzter Post bis jetzt? Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen. Unterstützung bekam die Mutter der Katzenberger vom Bachelorette Leitwolf Aurelio. Hey, also ich muss ja sagen, dass ich bin eher nicht so involviert in den ganzen Gossip-Geschichten. Eher selten sehe ich irgendwas oder lese irgendwas und halte mich da grundlegend oder grundsätzlich halte ich mich da aus. Die Lala informiert mich zwischendurch mal, wenn es irgendwas gibt, was sie trifft oder was ihr nicht gefällt oder was ihr missfällt. Und ich muss sagen, dass wenn es darum geht, Frauen zu verletzen oder Frauen verletzt zu haben, dann bin ich eher ungern einer, der sich da raushält, weil ich dann natürlich meinen Senf dazugeben möchte. In diesem Falle finde ich es ekelhaft, was da gerade passiert. Ich rede von der Iris und von Peter Klein, glaube ich, heißt der. Und ich finde es nicht nur ekelhaft, erbärmlich, dass Männer ihre Frauen betrügen oder hintergehen. Ich finde es genauso erbärmlich und ekelhaft und eierlos, wenn sie A nicht den Mut haben, das zuzugeben, in die Kamera lügen und B noch erbärmlicher, wenn sie nicht die Eier haben, um ihren Frauen zu sagen, dass sie sich gerne trennen wollen oder dass sie sich gerne trennen wollen würden. Einfach um den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Aber nehmen dann in Kauf, ihre Frau zu verletzen, zu demütigen. Es gibt nichts ekelhafter, nichts, was ekelhafter und erbärmlicher ist. Als wenn ein Mann seine Frau auf diese Art und Weise so hintergeht, nicht mal die Eier hat, es zuzugeben, nicht mal die Eier hat, mit dir darüber zu reden, vorher, bevor er geredet wird. Ich verabscheue zutiefst solche Typen. Zutiefst verabscheue ich sie. Und ich hoffe wirklich, dass Karma irgendwann mal eine ganz große Rolle spielen wird. Bei genau diesen Typen. Drag Queen Nina Queer machte sich hingegen eher lustig und nannte es die beste Comedy-Show Deutschlands. Iris Klein postete gestern diese Selbstmorddrohung-Ankündigung. Danach wird sie tatsächlich von einem Hubschrauber inklusive Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte man fest,
Iris hatte nur einen Schwächeanfall, weil sie zu wenig getrunken und gegessen hatte. Tja, wenn man den ganzen Tag nur Schwachsinn im Netz postet oder über sich selbst liest, kann man auf Essen und Trinken schon mal vergessen. Ich sage, beste Comedy-Show im deutschen Fernsehen. Überrascht euch, dass Aurelio jetzt seine emotionale Unterstützung preisgibt? Und wie findet ihr, dass die Queer das sich so doch ziemlich drüber lustig macht? Meint ihr, wir werden was erfahren, was dort bei dem Versöhnungsdate zwischen Iris und Peter bei rausgekommen ist oder wie es abgelaufen ist? Kommentieren, abonnieren. Hier die vorherigen Akte des Ehedramas. In diesem Fahrstuhl am Frankfurter Flughafen stehen Yvonne Wölke und Peter Klein nebeneinander. Ich bin ehrlich, ich muss mich zusammenreißen, diese Drecksmenschen nicht aufs Übelste zu beleidigen. Der Kleinkrieg entwickelt sich zum Drama des Jahres. Abschiedsworte, Helikoptereinsatz, vermeintliche Liebesbilder und eine Wohnungssuche. Ich fasse für euch das ganze Drama zusammen. Benvenuti ragazzi, da bin ich einmal nicht zu Hause, da überschlagen sich so die Ereignisse. Ich muss jetzt erstmal alles auf die Kette bringen und berichte euch, wie das Ganze wahrscheinlich wohl abgelaufen ist. Gestern müsste wohl das Inserat von Iris Klein in den Medien aufgetaucht worden sein, dass sie eine Wohnung sucht, eine neue Bleibe. Sie wohnt ja momentan oder hat in dem Moment bei ihrer Tochter Jenny in Deutschland gewohnt und in dem Zusammenhang bezeichnete sie ihren noch Ehemann Peter als notgeilen alten Dackel. Zitat. Die Bild schrieb, allerdings scheint sie mit dem Thema Hund nicht wirklich abgeschlossen zu haben. Denn unter einem Kommentar, der ihr rät, mit Peter in aller Ruhe zu sprechen, poltert Iris in Kleinmanier raus. Sie ist für ihn wie eine läufige Hündin und er der notgeile alte Dackel. Danach tauchen dann ja fast schon innige Fotos, wenn man es so bezeichnen kann, von Yvonne und Peter am Frankfurter Flughafen auf. Die sind gerade halt auf dem Rückweg von Australien. Und so reagierte dann Iris. Dann soll auch noch dieses angebliche Kussfoto aufgetaucht sein, das ein User wohl bei Facebook hochgeladen hat. In diesem Fahrstuhl am Frankfurter Flughafen stehen Yvonne Wölke und Peter Klein nebeneinander. Das Video hat ein Facebook-Nutzer hochgeladen. Er schreibt dazu, die beiden würden sich küssen. Außerdem machte dann auch noch eine Abschiedsnachricht von Iris Klein die Runde. Drama hoch 10. Leb wohl. Ich kann nicht mehr. Kurze Zeit später dann wohl Krankenwagen- und Helikoptereinsatz beim Haus von Jenny Frankhauser, der Tochter von Iris. Iris wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Beistand gab es von Tochter Daniela Katzenberger. Jenny hatte zuvor erst noch Peter in Schutz genommen und gehofft, dass sich das Ganze irgendwie wieder einrenkt. Ich glaube immer noch fest an meine Mutter und Peter und dass alles wieder gut wird. Es stehen so viele Vorwürfe im Raum. So vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war. Und ja, es wurde sicher Mist gebaut. Aber ich glaube nicht, dass er fremdgegangen ist. Er liebt meine Mutter über alles und ich hoffe so sehr, dass sie sich aussprechen und alles wieder gut wird. Den Post hat sie dann später aber gelöscht und dafür das hier geschrieben zum Gesundheitszustand ihrer Mutter. Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind. Ich habe in den letzten Tagen so viel Schlimmes gelesen, gehört und gesehen. So viele Menschen, die sich über meine Mutter lustig gemacht haben oder ihr wünschen, dass es ihr schlecht geht. Ich bin ehrlich, ich muss mich zusammenreißen, diese Drecksmenschen nicht aufs Übelste zu beleidigen. Würde auch nichts ändern und ist meine Energie nicht wert. Stattdessen wünsche ich diesen kleinen Würstchen, dass sie endlich glücklich mit sich selbst und oder ihrem Leben werden.
denn wer so extrem bösartig, missgünstig ist und darüber lacht, wenn jemand so am Boden liegt, kann das nicht sein. Ganz vorne mit dabei O.P. Aber den nimmt ja zum Glück echt kein Schwein mehr ernst. So, ich hoffe, ich habe den Überblick behalten. Ich hoffe, ihr habt ihn auch noch. Was haltet ihr von diesem ganzen Drama? Und seht ihr überhaupt jetzt noch eine Versöhnungschance bei Iris und Peter? Oder wird ihr mit Yvonne jetzt da in die Finca auf Mallorca einziehen, wo die beiden das ja die ganze Zeit abstreiten? Und vielleicht ist da nichts? Wird da zu viel reininterpretiert in die Bilder? Ist das Freundschaft oder Freundschaft Plus? Ich weiß es auch nicht mehr. Kommentieren, abonnieren.